ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie. Und der gesamte Einsatz wäre umsonst, bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Bist du denn eingestiegen? Dieses ewige Umsiedeln zehrt ganz schön an der Substanz. Tja, weiter geht's nicht. Willkommen, City 17. Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen und entsandt worden. City 17 bedeutet mir so viel, dass das alles, was Sie Verwaltungs- hier bezogen haben. Waren Sie die Einzigen in der Form, die Sie Gönnern zur Verfügung gestellt haben? Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben oder nur durchreisen, zurufen: Willkommen in City 17. Schluss damit! In Sicherheit. Moment! Willkommen in City 17. Sie sind in der besten unserer verbleibenden Städte gezogen und entsandt. City 17 bedeutet... Da muss ein Fehler vorliegen. Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Ich bin's, Gordon, Barney von Black Mesa. Tut mir leid, ich musste den Kameras doch was bieten. Ich hab mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern, sonst schöpfen sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln. Ja, Barney, was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Grundgütiger, Gordon Freeman. So ganz ohne Vorwarnung. Geht mir genauso, Doc. Er saß schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Barney, was hast du vor? Ich denk nach. Alex ist hier, irgendwo. Sie weiß sicher besser, wie wir ihn herbringen können. Naja, solange er nirgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. In Ordnung. Und, Gordon, schön, dich zu sehen. Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleines Labor durchkommen. Oha, das hatte ich befürchtet. Beide, Gordon, bevor meine Befahrung auffliegt. So, richtig. Stell was unter das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza. Ich treffe dich später.
hin. Ich erhielt kürzlich. Und jetzt? Mit welchem Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ihre Frage befasst sich mit einem biologischen Kernaspekt unserer Spezies und mit den zugehörigen Sehnsüchten und Befürchtungen. Dort sind auch nicht gestellte Fragen. Wissen unsere Gönner wirklich, was gut für uns ist? Mit welchem Recht treffen sie diese Entscheidung? Wird das Helmfeld abgeschaltet? Werden wir uns wieder fortbefordern? Erlauben Sie mir, mich mit diesen tiefer liegenden Sorgen auseinanderzusetzen, statt mögliche unausgesprochene Fragen zu beantworten. Zunächst ist zu beachten, dass wir So beginnt es, erst ein Haus, dann das ganze Viertel. Ich weiß nicht, was Sie bei uns wollen. Sie werden schon einen finden. Einer getroffen, Stationsblock 1, 3, 8. Einer getroffen, Stationsblock 1. Wann hört das endlich auf? Bitte! Thank you.
Achtung Anwohner. Falsche Personenzahl in Ihrem Block. Bei Kooperation mit Ordnungsschutz vollständige Ration. Psst. Hey du, hier rein. Hoch zum Dach. Jetzt beeil dich doch. An alle Bürger im Wohnblock. Bitte an den Attraktionsplatz. Achtung Anwohner. Wohnblock könnte sozial verseucht sein. Informieren. Schnell, rein hier! Bürgerhinweis. Prioritätspersonen. Lauf weiter, hoch zum Dach! Los jetzt! Bitte gehen Sie an Ihren inneren Inspektionsplatz. Los! Los jetzt! Hier drüben! Ha, nein, nix ist! Dr. Freeman, vermute ich.